Hallo und herzlich willkommen zur 203. Sendung der satanischen Medienagenda, wo es sich um die Hintergründe geht und die wahre Geschichte hinter der erzählten Geschichte. Und daher haben wir jetzt hier wieder in der nächsten Folge den Herrn Christopher Lee mit seinen ganzen Taten, denn Untaten gibt es genauso wenig wie Unkosten. Und der Nächste, den ihr jetzt nicht im Bild seht, der weitaus freundlicher aussieht und auch so klingt, ist der Jörg aus Belgien. Moin, moin. Es gibt keine Unkosten, es gibt keine Untaten, aber es gibt auch Unheil, oder? Und unheilig. Also, darüber diskutieren wir ein anderes Mal. Dankeschön, Michael, zu dieser sehr merkwürdigen Zeit, weil, soweit ich mich erinnern kann, ist das so ungefähr das erste Mal, dass wir auf den Nachmittag aufnehmen. Ich nehme mit dir auf und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe nicht nur mein Taxi hier vor dem Fenster geparkt, sondern ich sehe vor allen Dingen den mit Wolken überzogenen, aber doch noch ein wenig blauen Himmel. Wobei wir uns immer alles in der Nacht aufnehmen. Im Dunkeln ist gut munkeln. Nein, also das ergibt sich halt einfach so, dass wir meistens diese Sendungen abends aufnehmen. Und heute machen wir das mal am Nachmittag, 3 Uhr nachmittags, mal ganz was Besonderes. Finde ich schön. Vielleicht spiegelt sich das ja auch in der Sendung wieder. Aber dafür müssen wir dich hören und nicht mich. Also bitte fang mal an und überrasche uns mit neuen Erkenntnissen über den Herrn Christopher Lee, von dem wir bis jetzt schon so viel haben ertragen müssen und wahrscheinlich noch tolerieren müssen, nicht wahr? Ja, wir arbeiten ja weiter auf den Klimax hinaus. Jetzt geht es aber in dieser Sendung jetzt erstmal um Christopher Lee, Heidentum und die Bibel eigentlich. Deswegen gucken wir uns jetzt mal die Bilder an, die wir in der letzten Folge dann nur gestreift haben, wo der Jörg gesagt hat, ja, weil es wahrscheinlich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das erste Bild aus dem alten Skript, da seht ihr einen sehr, sehr entzückenden Musiker, der direkt so die richtige Einstellung hat, die man dann an seinem Unterschenkel dann da so findet, wo dann direkt irgendein König drauf ist, der so ein bisschen so aussieht wie eine Totenmaske. Also tätowiert bis zum geht nicht mehr, ist sowieso in der Bibel nicht erlaubt, gar keine Frage. Und letzten Endes ein Musiker Satans, ne? Der macht ja unheilige Musik und steht dann da letzten Endes mit seiner Gitarre und ist dann eben da ein genauen Sprachrohr. Ne? Was für ein Mindset der Mann hat, ist auch ganz klar. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben nur den Namen ihrer Angebeteten, was ja auch wieder ein Verstoß wäre, tätowiert. Von daher, mit den Tätowierungen, die sind grundsätzlich verboten in der Bibel, steht drin. Habe ich jetzt aber gerade nicht den Vers parat. Ich meine, der Verstoß wäre aber auch ihrer Angebeteten. Man betet nur einen an, nämlich den Herrn. Sag ich Himmel. Ja, genau. Ja. Sag, habe ich das nicht so gesagt? Nee, weil du auf das Tattoo eingegangen bist. Ach so, und ja. Und nicht auf gesagt, das Angebetete. Ist auch wieder schwierig. Ja, genau. Angebetete ist auch wieder schwierig, weil das ist auch wieder so ein Terminus, der eigentlich nicht geht. Genau. Hm? Jetzt haben Sie es sicher begriffen, die Zuschauer. Ist prima. Gut. Alles gut. Okay, gehen wir mal weiter im Skript. Wir wollen ja etwas schauen, beziehungsweise etwas mitnehmen davon der Lesung. Genau. Das wäre so der Anfang. Ne? Da ist ein Hexagramm. Das ist kein Davidstern. Der Davidstern ist gar kein Davidstern, weil das gar nicht der Stern Davids ist. Und dieses Symbol ist auch älter als der David und vor allen Dingen viel älter als der Staat Israel. Ne? Und der besteht eben aus zwei Dreiecken. Aber das ist ein ganz anderes Thema und der ist es auch gar nicht wichtig. Den kennt ihr jetzt schon. Das ist dann quasi so die Version der satanischen Diener, die dann auch Musik machen, egal auf welchem Instrument. Und mit diesem Bild haben wir letzt geendet. Ne? Das ist ein Fruchtbarkeitsritual sozusagen hier, was man hier sieht, um Feuer, ne? Der Gott des Feuers. Der wird auch noch später benannt hier. Diese Szene ist im Herbst, Winter aufgenommen, was man jetzt hier nicht sieht. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr kalt da draußen. Und die machen das nicht, um sich zu wärmen, sondern das ist eben ein Ritus, ne? Ein heidnischer und hier demzufolge ein keltischer Ritus. Und das geht sich jetzt darum, dass ihr seht, guck mal hier in England, da stehen ja so komische Felsen rum, beispielsweise in Stonehenge. Ne? Und Stonehenge, der wird uns mal halt erzählt, das haben wir auch mal im Ägypten-Skript in der ersten Folge mal gehabt, das wäre ja so eine Art Observatorium. Ja, nur weil es jetzt nach dem Sonnenstand ausgerichtet ist, ist das kein Observatorium. Ne? Das ist nämlich dann eben eine religiöse Artefakt sozusagen, also eine religiöse Stätte. Ne? Oder wie man dann auch so schön sagt, da kommen wir auch noch später zu, consecrated ground, ne? Also geweihter Boden, das ist eigentlich das, was Stonehenge ist. Aber das darf nicht erzählt werden, das könnte ja gewisse Menschen verunsichern. Ne? So, kommen wir weiter zum Wicker Man überhaupt, wo der Hintergrund ist. Wicker Man Festival,
Es gibt da diese ganzen Geschichten heutzutage als Konzert aufgemacht. Da kann der Jörg jetzt einfach mal scrollen, bis dann irgendetwas Nennenswertes, Markiertes kommt. Und diese ganzen Geschichten vermeiden, dann halt letzten Endes so jetzt wirklich in die ganze Tiefe reinzugehen, sondern, so wie hier, sondern die sollen letzten Endes einfach nur Spaß bringen. Wie auch bei manchen hier Konzerten und Veranstaltungen auch beschrieben wird, ein Fest für die ganze Familie. Also da geht es sich um Essen, Trinken und Musik. Ne? Also Wein, Vibe und Gesang sozusagen. Da geht es sich darum. Ist alles dann schön verkleidet. Und man denkt, ach, das hat alles nichts mit den ganzen Sachen zu tun. So, jetzt gehen wir mal weiter in den Wickerman rein. Und zwar habe ich hier die Band Iron Maiden, die eiserne Jungfrau, was ein Folterinstrument im Mittelalter gewesen ist. Dann wird dann irgendjemand, ich habe das extra hier nicht, man muss ja jetzt nicht sehr, sehr despektierlich hier werden, dann wird also dann jemand eingequetscht in so eine Metallschatulle. Also die ist dann innen auf beiden Seiten mit Dornen gespickt und die wird dann zugequetscht, bis der andere tot ist. Ne, das ist Iron Maiden. Also die haben schon den Tod im Namen drin. Und der steht dann auch noch ganz prominent hinten auf der Heckflosse dieses Flugzeuges. Oder wahrscheinlich bei dem Motto hier, Flugzeug mit CH. The Book of Souls World Tour, die Buch der Seelen Welttournee, ganz toll. Also die Heavy Metal Band, Heavy Metal ist übrigens in Bezug zu Klinge, zu irgendetwas oder Schwert, das ist nämlich Schwermetall. Nicht nur, dass es schwer zu ertragen ist und metallisch ist, sondern letzten Endes dann auch ein Kult, ein ritueller Gegenstand, der eben dann auch zum Beschwören oder dann auch zum Töten gebraucht wird. Ne? Heavy Metal ist dann alles, was man auch zum Töten braucht, zum Beispiel ein Gewehr. Ne? Das ist aus Heavy Metal geformt. So, das ist der Fluch 666 von Iron Maiden. Ganz passend natürlich. Ja. Und die nahmen den Film The Wicker Man als Inspiration für ihren Song The Wicker Man, welches wir finden auf dem 2000er Album Brave New World. Da kommt jetzt alles zusammen. 666, Iron Maiden, The Wicker Man, Brave New World. Und es gibt immer noch Millionen Fans dieser Gruppe, deren Musiker übrigens dann auch den Pilotenschein hat und deswegen er dann selber auch diese Maschine dann auch fliegen darf. Offiziell. Gucken wir uns das an. Das ist die schöne neue Welt von Aldous Huxley. Nein, von Iron Maiden. Also Aldous Huxley habe ich hier mal in einem gestrechten Skript reingemacht. Aber das ist ja klar, ne? Schöne neue Welt, das ist die Welt, wo die Menschen unter Drogen leben und wo letzten Endes alles kontrolliert ist und wo man auch nicht besonders alt werden darf. Ne? Das ist dann die Iron Maiden Tour und das Motto auch. Und dieser Song heißt The Wicker Man. Und der sagt folgendes, die Hand des Schicksals bewegt sich und der Finger zeigt auf dich. Also so ungefähr so wie du hasse jetzt oder halt so bei irgendwelchen Kinderspielen, wo man dann halt irgendwann mal dran ist. Der Pfeifer vor den Toren der Morgendämmerung ruft dich auf seinen Weg. Moment. The Piper at the Gates of Dawn is calling you his way. Da klingelt doch was, da war doch mal was. The Piper at the Gates of Dawn ist eine Kurzgeschichte. Und zwar geht es sich jetzt hier darum, dass es eine Kurzgeschichte ist aus einem Buch. Und bei dem Piper at the Gates of Dawn, da geht es eben um Mole und Reds Suche für den vermissten Ottersohn Portly. Und dann haben sie ihn eben gefunden in der Obhut des Gottes. Na, geht ja kein anderer irgendwie, ne? Pan. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Aber wir müssen jetzt mal eine Seite vorscrollen, um zu wissen, ne, wer ist denn nochmal Pan? Das ist genau der, ne? Der ist eben der Ziegenliebhaber, im wahrsten Sinne des Wortes da, ne? Der eben da eben Pans Pfeife, also auch die Panflöte dann flötet, ne? So wie bei Peter Gabriel oder bei Abba. Oder wie auch in dem, auf den nächsten Seiten dann hier hoffentlich beschrieben, dann eben von einer ganz anderen Gruppe. Und das ist eben das siebte Kapitel von Kenneth Grahams Buch The Wind in the Willows von 1908. Das ist das Buch mit einem ganz prominenten Cover, denn wer ist da drauf? Niemand anderes als der Pan. Und wir wissen doch alle, dass Pan nur letzten Endes eine andere Verkleidung ist von Satan. Also The Wind in the Willows. Das ist Pan auf dem Cover. Und wenn Pan auf dem Cover ist, dann ist auch Pan drin in dem Buch. Ne? Und da gibt es jetzt auch ganz viele, die sagen, ja, das ist dann hier, da gibt es zwei Paaren. Der eine ist der Sohn von Zeus, der andere von Arkas und der Sohn von Kronos. Da sind wir eh schon wieder bei Saturn und da sind wir auch schon wieder bei Satan. Also da können wir uns im Kreis drehen mit allen möglichen Namen. Wir kommen immer wieder dahin. Und die fanden dieses Buch ganz dolle. Das ist die Gruppe Pink Floyd. Deren erstes Album heißt nämlich genauso wie das siebte Kapitel aus The Wind in the Willows, nämlich genau The Piper at the Gates of Dawn. Der Flötenspieler an den Toren zur Morgendämmerung.
Das ist jetzt schon 200 Folgen ungefähr her, oder zumindest 190 Folgen her. Das war, glaube ich, in Folge 14 oder so. Das war die erste Sendung von Pink Floyd. So wiederholen sich die Sachen sich. Und die haben jetzt hier so einen komischen Prisma-Effekt drin. Und diesen Prisma-Effekt hatte übrigens eine andere schwedische Gruppe, die hatten genau dieselbe Idee bei dem Lied SOS. Ne? Habe ich da jetzt nicht benannt. So, das ist jetzt hier The Piper at the Gates of Dawn. Kann ich ja noch einfügen. The Piper at the Gates of Dawn. Der erste Titel ist direkt Astronomi Domini. Ne? Also astronomisch und dann Domini ist der Herr. Ne? Und da geht es sich direkt um Planeten, gleich Götter. Sind wir direkt schon bei Saturn und Satan. Wir sind immer überall dabei. Es geht sich hier immer um Anbetung. Ne? Die Leute haben auch da die Hände nach oben gereckt. Also entweder grüßen sie irgendjemanden oder sie zeigen auf irgendetwas, was da von oben kommt. Auf jeden Fall The Piper at the Gates of Dawn. Da hat jetzt irgendwie, außer mit Dunkelheit des Cover, mit dem Titel nicht mehr so viel mit zu tun. Auf jeden Fall nur ganz kurz hier rein. Also wie gesagt, The Piper at the Gates of Dawn. Da geht es sich um Pan. Geht weiter hier in dem Lied von Iron Maiden. Deine Zeit wird kommen. Also dieses Lied heißt The Wicker Man. Ne? Und wir wissen jetzt schon, The Piper at the Gates of Dawn, wenn das damit benannt ist, ist das Pan. Also gleich Wicker Man gleich Pan gleich Satan. Also Wicker Man gleich Satan. Der Gott, dem geopfert wird. Menschen und Tiere in dem Beispiel des Films. Und ist auch ganz klar, wenn jetzt Iron Maiden 2000 so ein Lied macht da drauf, dann wissen die ganz genau, wie der Film 1973 zumindest im Film ausgegangen ist. Ne? In diesem Stück kann natürlich auch eins nicht fehlen, und zwar der Fährmann will sein Geld, das sie nicht zurückgeben werden. Ne? The Ferryman, ne? Das ist derselbe, der eben da auch von Marcus J. Marsden benannt wird oder von Christy Burke. Don't pay the Ferryman. Das ist immer dieselbe Geschichte, das ist immer Charon, ist immer derjenige, der die Menschen dann halt in die Unterwelt bringt. Ne? Oder zu Deutsch auf die andere Seite, to the other side. Das ist immer dieselbe Geschichte. Also wir sehen, egal ob wir jetzt Christy Burke hören oder Iron Maiden hören, das ist immer dasselbe. Ne? Es geht sich immer um dieselben Inhalte. Es geht sich immer nur um Mystik. Es geht sich nie um die Wahrheit. Es geht sich immer nur darum, die Leute auf die falsche Fährte zu locken und auf die falsche Seite zu ziehen. Wie der Charon, der eben hier der Fährmann von Hades ist. Und Hades ist der Gott der Unterwelt. Wir können auch dazu Osiris sagen. Wir können auch dazu Satan sagen. Ist egal wie. Sie sagen hier, also Iron Maiden sind wir wieder dabei, der Schatten des Wicker Man steigt wieder auf. Also zu Deutsch aufsteigen, ne? To rise up, so wie dann auch zum Beispiel hier Cliff Richard benannt hat. In so einem Lied aus dem 21. Jahrhundert, Rise Up, ist Rising Up. Das heißt letzten Endes, der Schatten des Satans steigt wieder auf. Ne? Deine Zeit wird kommen. Darum geht dieses Lied. Ne? Wicker Man gleich Pan gleich Satan. Also, deine Zeit wird kommen. Sie sagen hier, beziehungsweise der Herr Bruce Dickinson und seine Crew von Iron Maiden sagt hier, Satan, deine Zeit wird kommen. Darum geht's. Andere sagen das auch, zum Beispiel die Doomsday Clock. Das ist so eine unlustige Uhr, also ne? Also nicht lustige Uhr, die eben die Minuten bis nach Mitternacht sagt. Also bei Mitternacht muss irgendetwas Schreckliches passieren. Deswegen sagt ja auch Agnetha von ABBA, gib mir einen Mann nach Mitternacht. Denn diese Uhr wird dann also insofern da irgendwo hingestellt, dass man so und so viele Minuten noch hätte, beziehungsweise die Menschheit noch hätte, bis dann alles irgendwo Doomsday-mäßig kommt. Also eine globale Katastrophe. Wobei ich mich ja immer frage, wie man eine globale Katastrophe haben muss, aber den Gag versteht wahrscheinlich auch nicht jeder. Und das wurde eben von den Mitgliedern des Bulletins von Atomwissenschaftlern eben dann gemacht. Das heißt, dann passiert irgendetwas ganz Schreckliches, dann wird entweder ein Atomkraftwerk kollabieren, eine Atombombe explodieren oder irgendetwas in der Hinsicht. So, und deswegen sind wir also jetzt hier ganz, ganz knapp davor. 1 Minute und 40 Sekunden im Januar 2020. Also. Wenn das jetzt hier rauskommt, ist es dann wahrscheinlich noch kürzer. Wir haben ja immer so eine lange Vorlaufzeit. Gut, geht weiter. Das ist mal der Verlauf übrigens dieser Doomsday Clock, damit man also auch weiß, wann Agnetha dann wirklich richtig Angst haben muss von ABBA. Das ist dann auf jeden Fall in der heutigen Zeit und nicht ungefähr 1990 mit der Entspannung und dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da hat sich irgendwie alles aufgelöst. Da hatten wir noch 17 Minuten. Jetzt sind wir dann schon irgendwie in den letzten Sekündchen oder Minütchen. Und interessant ist, dass jetzt in der letzten Zeit ja so viele Prophetien zusammenkommen. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Da gehen wir jetzt auch nicht so ein. Ne? Und die haben gesagt, das bezieht sich jetzt hier auf den Klimawandel. Na, sind wir mal gespannt. Gut. Es wird gesagt, dass The Wicker Man der beste britische Horrorfilm, der jemals erzeugt wurde, gewesen wäre. Der hat nämlich 5 Pentagramme gekriegt, was natürlich dann auch wieder die absolute Wahnsinn ist. 5 mal 5, ne? Also 5 Pentagramme a 5 Zacken, ne? Also mehr geht nicht. Also absolut Bestausstattung. Ne? Also ein Hotel beispielsweise, was 5 Sterne bekommt, bekommt dann 5 Pentagramme. Aber das wissen selbst die Hotelbesitzer ja dann meistens nicht. Die sind ja dann immer nur mit der Liebe zum Geld wahrscheinlich unterwegs. Ne? Und ich meine jetzt hier nicht einen speziellen.
Das ist jetzt hier aus dem offiziellen Skript von dem Wicker Man, wo ich auch die Untertitel genommen habe für die Videos, die ihr in der letzten Sendung gesehen habt. Ne? Und der Jörg, der scrollt jetzt einfach mal dahin, wenn irgendetwas richtig Heftiges kommt. Das kann nämlich jetzt ein bisschen dauern. Da geht es jetzt hier darum, dass offiziell in diesem Film Folgendes gesagt wird. Zitat. A holy sacrifice will be offered up jointly to Nuada. Also ein heiliges Opfer wird also jetzt dargebracht an Nuada, unsere meist verehrten und geheiligten Sonnengott, God of the Sun, und an Avelenau, der geliebten Göttin unserer Obstgärten. Das ist das, was in dem offiziellen Skript von The Wicker Man hier drin steht, wo die Leute sich jetzt hier einen Ast ablachen. Und das ist genau das, was die Menschen jetzt hier hochhalten, weil das Opfer, nämlich Sergeant Howie Edward Woodward, aus der Entfernung hätte gar nicht lesen können und er hatte angeblich keine Zeit mehr, sein Skript auswendig zu lernen. Und das ist genau das, was da steht. Ne? Beautiful oder bountiful goddess of our orchards. Akzeptiere unser Opfer und mach eben die Ernte dann reich und so weiter. Ne? Sowas steht da drauf. Everyone. Sowas. Das müssen die Leute dann noch alle singen und rezitieren. Das steht da drin, im originalen Skript. Das geht sich also tatsächlich jetzt hier. Mighty Nuada, Mighty God of the Sun. Hm? Okay, geht weiter. Da der Herr Woodward in den vier schwierigen Szenen den Überblick behalten konnte, wurden ihm Karten auf den nahegelegenen Felsen aufgestellt, die wir gerade gesehen haben, von denen er seinen Text ablesen konnte. Der Darsteller hatte das Gebilde, sprich den Wicker Man, zuvor nur auf Zeichnungen gesehen und betrachtete es erst in voller Größe, als die entscheidenden Aufnahmen gemacht wurden. Deswegen hat er auch dann so aufgeschrieben, oh Gott, oh Jesus Christ. Das war dann halt alles ein sehr großes Erstaunen bei ihm. Das aufwendige Requisit wurde in der Südwestküste von Schottland aufgebaut und später auch verbrannt. Die Stümpfe befinden sich immer noch dort und werden Jahr für Jahr von hunderten Filmfans besichtigt oder, soll man nicht besser sagen, verehrt? Wenn ich extra irgendwo hinreise, um mir ein paar Baumstämme anzugucken, gut, dann kann ich auch in den nächsten Wald gehen. Ne? Also hat das Ding ja dann wohl eher mit der Verehrung des Films zu tun, als mit allem anderen. So, das ist das Ding in voller Größe. Man sieht dann auch schon die Tiere in den Armen da drin und in dem Departement über dem Haupteingang. Das ist auch genau die Perspektive, die der Edward Woodward da sieht, beziehungsweise die im Film gezeigt wird. Habt ihr in der letzten Folge ja eindeutig gesehen. Und jetzt sagt der Film, beziehungsweise das Skript sagt nämlich Folgendes. Wicker Man don't kill people. Also Wicker Man, die töten keine Menschen. Menschen, die andere Menschen in den Wicker Man stopfen und sie ihn dann anzünden, die töten eben Menschen. Also Menschen töten Menschen. Ne? Also keine Maschinen töten Menschen oder keine Computer töten Menschen, sondern Menschen, die das eben bedienen. Das ist nämlich eben die genau die Geschichte. Das heißt, es steckt immer ein Kampf dahinter, hinter allen Verbrechen auf dieser Welt, Mensch gegen Mensch oder Mann gegen Mann, aber Mensch gegen Mensch ist das halt wertfrei und geschlechterfrei oder genderfrei. Also Menschen töten Menschen und nicht irgendwelche Maschinen und das Gewehr an der Wand kann da 500 Jahre hängen und tut niemandem etwas. Es sind immer die Menschen, die Werkzeuge gebrauchen, um andere Menschen umzubringen, zu verletzen oder krank zu machen. Ja, das sind die Menschen, die dahinter stecken. Das ist der Geist, der da auch hinter den Menschen hinterher steckt, der eben in dem einen oder dem anderen Geist ist. Ne? Entweder habe ich einen guten Geist, vom guten Geist geleitet oder von einem schlechten Geist geleitet. Das muss man einfach mal verstehen. Der Wicker Man selber ist jetzt hier nur eine Holzattrappe. Die könnte da auch 1000 Jahre stehen, ohne dass es irgendein Unheil anrichten würde, außer bei einem Sturm fällt es irgendjemand auf den Kopf. Aber ansonsten Menschen sind diejenigen, die andere Menschen umbringen. Und zwar seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, in allen möglichen Variationen, Hauptsache blutrünstig. Also es gibt beispielsweise eine Ork-Orchard Assembly of God, also eine Eichen-Obstgarten oder eine Eichengarten-Gemeinschaft von Gott. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und dann natürlich Sonntagmorgen Gottesdienst. Ne? Alles klar, da wissen wir doch schon Bescheid. Ne? Falscher Tag, falsches, also ist egal. Egal, wo wir da hingehen, mit den erhöhten Stufen, mit der Farbe, ist da können wir ja bis morgen noch diskutieren. Ja? Es gibt unheimlich viel Abfall und es gibt unheimlich viele Sachen, die da halt zu Pass kommen. So, und es gibt eben dann bestimmte Sachen, die damit zu tun haben, mit diesem heidnischen Ritus. Zum Beispiel gibt es eine Liste von Götzinnen und Göttinnen aus dem Kaanitischen. Ne? Aschera ist die Muttergötzin. Astarte ist die
Fortpflanzungsgöttin oder die Fruchtbarkeitsgöttin. Und Moloch ist der Gott des Feuers. Wenn jetzt irgendjemand oder irgendetwas angezündet wird, dann ist Moloch gemeint. Und jetzt im Skript hier steht nicht drin, aber werde ich hier einfügen, ein Bild aus Twin Peaks. Da heißt nämlich genau das Twin Peaks Prequel, also da, wo alles aufgelöst wird, heißt Fire, walk with me. Feuer, zieh mit mir. Und da wird auch Magier und alles benannt. Also geht es sich um ein Menschenopfer. Moloch, der Gott des Feuers. Feuer, zieh mit mir. Gott des Feuers, zieh mit mir, heißt es dann eigentlich. Und im Twin Peaks geht es nichts anderes als um einen Mord an einem jungen Mädchen. Gar keine Frage. Also, die drei haben wir hier. Warum ist es denn jetzt nicht schwer zu wissen, dass das Götzen sind? Ne? Asherah, Astarte, Moloch. Ah, doch eingeklebt, ne? Twin Peaks, Fire Walk With Me. Und die Nikal beispielsweise, die Götzin der Obstgärten und der Früchte. Und das sind alles dieselben eigentlich, das sind alles nur andere Namen. Und Asherah, Astarte und Moloch finden wir massenhaft in der Bibel. Ich habe jetzt mal die ganzen Seiten hier reinkopiert, wo Gott dann wirklich sagt, was wir mit den Standbildern, mit den Götzenbildern, mit den Statuen und so weiter machen sollen, wenn wir die sehen. Und in dem Moment, wo wir natürlich eigentlich einen Wicker Man sehen, ist das natürlich dann auch wieder eine Huldigung eines heidnischen Fruchtbarkeitsgottes. Das heißt, diese Wicker Man Holzpuppe eigentlich, die da rumsteht, ist natürlich dann auch wieder ein Sinnbild von Moloch, dem Gott des Feuers. Und damit natürlich dann auch eine Opfergabe mit allem, was da drin ist. Denn der Wicker Man wird ja zusammen verbrannt mit den Opfern, was da innen drin sich befindet. Also, es ist ja alles, um einen heidnischen Gott zu gefallen. Und damit ein Abfall und ein Verstoß gegen das erste Gebot, was ich hier nicht eingeklebt habe, weil es eigentlich ganz logisch ist, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Und das sind eben die ganzen Götter, die hier jetzt in der Bibel benannt werden. Ja, da haben wir hier die Asherahs, da haben wir die Astarten und die Molochs. Wenn der Jörg jetzt mal runterscrollt, dann sehen wir das alles. Ja? Du sollst dir kein Asherah-Standbild von irgendwelchem Holz aufstellen, steht ja da schon. Ne? Neben dem Altar deines Herrn, des Herrn deines Gottes. Ja, das ist nur Asherah jetzt hier, da kann ja keiner sagen, ich habe das nie gewusst. Es steht ja alles in der Bibel, das ist genau das Buch, das solche Menschen, die solche Filme drehen und lieben, eben nicht lesen. Aber wir können ja nun nicht uns Vorwurf machen lassen, darauf nicht benannt zu haben und das halt eben nicht gesagt zu haben. Also es steht unendlich oft drin. Die Propheten des Baal und die Propheten der Asherah. Das ist nur Asherah hier, das sind Dutzende von Bibelstellen. Das ist nur Asherah. Guckt euch das an. Das heißt aber schon, dass es da unheimlich viele von, stopp mal eben bitte hier, dass es da unheimlich viele von gegeben haben muss. Und hier fängt jetzt hier Astarte an, bei 1. Samuel 31, 10. Hier steht auch schon bei 1. Könige 11, 5. Da kannst du vorlesen, Jörg, das ist ganz, ganz wichtig. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie an der Mauer von Beth-Shan. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom, dem Greuel der Ammoniter. Ja. Zidonia, da habe ich, glaube ich, auch mal in einer der früheren Sendungen gesagt, wo ich das herkenne. Das fand ich eigentlich ganz merkwürdig. Es gibt mal, oder gibt dieses Lied von der Gruppe Muse, Knights of Zidonia. Das klingt eigentlich ganz toll, also zumindest fand ich das früher. Heute denke ich da anders drüber, wie über so viele Dinge. Da dachte ich einfach, tolles Lied, Knights of Zidonia und ganz toller Text irgendwie. Bis ich dann mal begriffen hatte, dass die Zidonier bereits in der Bibel drinstehen und Feinde Israels sind. Ja. Und so wie mir das ging mit der Musik, das würde ich mal ganz ehrlich sagen, so geht das vielen anderen auch. Und die wissen dann überhaupt nicht, was sie gut finden, weil sie gar nicht wissen, was gut ist und was schlecht ist. Was gut ist und was schlecht ist, bestimmt nämlich nicht der Mensch, sondern der Gott. Ja? Wenn wir die Bibel nicht kennen und da steht drin, das und das ist gut und das ist schlecht, dann singen wir sogar mit dem Schlechten mit, weil wir überhaupt keine Ahnung haben. Und das passierte mir mit dem Knights of Zidonia vom Muse zum Beispiel. Nur mal ein Beispiel von, da gibt es, ich möchte beinahe sagen, Millionen, die man anführen könnte. Und jeder kann sich da das für ihn Treffende rausziehen. Aber darin habe ich gemerkt, wie betrogen ich mit solchen Sachen gewesen bin. Dass ich sage, Zidonia, Knights of Zidonia, klingt ja toll, das Lied, alles drum und dran, bis man dann auf das Wort Zidonia in der Bibel stößt und auf einmal merkt, wir sprechen hier von Feinden Israels.
Das ist genau das Argument, nämlich eben, warum wir diese Sendung jetzt hier machen oder diese Episode hier machen. Du hast ja letztens gesagt, von wegen, ja, du hast ein paar Sachen übersprungen, hättest wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer auf die Sachen eingehen können. Und ich habe jetzt hier ein paar Seiten aus der Bibel beigefügt, um wirklich mal zu zeigen, schaut mal hier, das ist ja nicht eben genau das, dass die Leute sagen, das ist doch jetzt nur ein Film. Nein, dieser Film trägt dazu bei, Heidentum zu propagandieren. Das ist das Thema. Das Ding ist ein Propagandavehikel für heidnische Kulte. Das ist nichts anderes. Leute sagen, boah, Wahnsinn, Statue, tolle schauspielerische Leistung, super Lieder. Nein, das ist es eben nicht. Das ist ein Propagandavehikel. Das ist die satanische Medienagenda. Die benutzen Filme als Medien, um ihre Botschaft für Leute, die heutzutage zu faul sind, zum Lesen. Die gucken nämlich nur noch auf den Bildschirm. Die haben viereckige Augen, hat meine Eltern immer früher zu mir gesagt, wenn ich zu viel Fernsehen geguckt habe. Ja, das haben meine Eltern auch zu mir gesagt, ja. Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, jetzt hier Astarte. Hier steht auch schon drin bei 1. Könige 11,5. So lief Salomo. Jetzt ist hier der König Salomo benannt, wo es angeblich ein salomonisches Siegel gibt, wo ja angeblich dann gewisse Schutzsachen dann ihren Ursprung haben, die ja auch schon Goethe benannt hat in Faust. Ne? Das angeblich Siegel der weiseste Mensch, der je gelebt hat, ne? Genau, so und der hat man jetzt spricht auch ja auch von salomonischen Urteil, wenn man über etwas Weises und Gerechtes spricht, ne? Genau, über dieses Kind, was ja von zwei Frauen dann halt da beansprucht worden ist, ne? Genau, zum Beispiel. Ja. Genau, das ist genau der Punkt. Also jetzt kann man hier sehen, dass angeblich sogar die weisesten Menschen, ne, Römer 1,22, sogar jetzt hier der Astarte nachgelaufen haben. Jetzt gehen wir das mal in den Kontext ein, überlegen uns einfach mal. Astarte war eben benannt als kanaanitische Göttin oder Götzin der Fruchtbarkeit. Wie ist da jetzt der Götzin nachgelaufen? Ganz einfach, der hat eine ganze Menge Frauen und Nebenfrauen gehabt und hat letzten Endes dann eben, ne, genau, ist er eben dann quasi der Götzin hinterhergelaufen und hat eben nicht... Ja, wie soll man mal sagen, er hat eben dann nicht sein Königreich oder Königreich Gottes vermehrt, sondern ist einfach seinen eigenen Gelüsten nachgefolgt. Und da gibt es ganz viele Sachen über die Bibel drin. Und deswegen wird er natürlich benutzt von ganz vielen Leuten aus dem Schwarzmagischen, die da sagen, ja, das sind die geheimen Siegel und die ganzen geheimen Sachen, die ganzen geheimen Lehren Salomos. Ja, da gibt es unendlich viele Sachen, die überhaupt nicht stimmen. Aber das ist eine separate Serie anscheinend schon oder eine separate Folge. Da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Das dauert echt viel zu lange hier. Aber man kann das andersrum auch sagen, kann man sagen, so lief Salomo seinem Trieb hinterher. Sein Trieb, der eben letzten Endes dann in die Fänge der Götzin des kanaanitischen Glaubens getrieben hat, indem er dann auch beispielsweise mit, könnte ich jetzt schon fast hier vermuten, mit Kanaaniterinnen verkehrt hat. So, viel mal dazu. Gehen wir weiter. Jetzt kommt hier Moloch, 3. Mose 18,21. Du sollst eben vorlesen, Jörg. Du sollst auch von deinen Kindern keins hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Oder sage zu den Kindern Israels, wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Ja, und das ist eben die Sache. Man könnte jetzt hier, beim einen heißt der dann Moloch, beim anderen heißt er dann Molech. Kannst ihm jetzt hier, bei Twin Peaks heißt er ganz einfach nur Fire Walk With Me. Das ist immer dieselbe Geschichte. Und auch selbst in der Apostelgeschichte 7,43 steht es hier drin. Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Remphan umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Ja, hier ist ja sogar direkt schon Babylon benannt und das Sternbild eures Gottes. Ja, das Sternbild eures Gottes Remphan. Da gibt es eine ganze Menge wilde Geschichten zu, wäre aber auch eine andere Lesung. Ist letzten Endes ja natürlich auch nichts anderes als eine Verkleidung oder, wenn man so will, halt einfach in der Bibel benannt, dass Menschen Sternbilder anbeten. Ne? Interessant, oder? Ne? Was das zum Beispiel also über Astrologie aussagt. Das Sternbild eures Gottes umhergetragen. Mhm. Geht mal weiter. Gesegnet! Heil, Heil der Queen of the May. Ja, also Heil der Königin des Mais. Konnte ich mich ja noch nicht umhin, dieses Bild hier einzukleben, ne? Die Himmelskönigin.
Ja, das ist immer dasselbe. Aber ihr seht, das ist immer dieselbe Geschichte. Natürlich ist er jetzt nur die Maikönigin. Also da kann sich jetzt jedes junge Mädchen, was gerne mal Nachwuchs hätte, weil Maifest ist natürlich Fruchtbarkeitsfest. Ja, haben wir ja schon in der letzten Folge mal gesagt, von wegen jetzt hier irgendwelche Birkenbäume abknicken und der als Phallus-Symbol auf das Haus der Angeliebten oder der Angebeteten, in Anführungsstrichen, ne, dann da setzen. Das ist alles genau dasselbe, ne? Ist auch immer komisch, dass in unserer Welt immer die Männer diejenigen sind, die für Frauen irgendetwas machen müssen. Ist auch komplett unbiblisch, ne? Aber so ist es halt in dieser Welt. Geh mal weiter. Nimm diese Masken runter. Nein, nimm sie runter. Das war in dem Film, das war 1973. Die wussten da noch nicht so viel von heutigen Situationen da draußen. Es geht sich jetzt hier und darum, dass die Dorfbewohner sich auch maskieren mit Tiermasken und so, ne? Ja, und es geht sich halt hier, es ist unser absoluter Glaube, dass der beste Weg, um eben eine schlechte Ernte zu verhindern, ist, ein Opfer zu machen an unsere Götter des Sonne und an die Götzin des Obstgartens, der Pomona, die Götzin des Obstgartens. Die hat jetzt hier hunderte verschiedene Namen, das ist völlig egal und es ist auch völlig wurscht, was in dem Film jetzt hier erzählt wird. Dummerweise hält die genau so eine Frucht hoch, die so aussieht, entfernt zumindest, wie ein Apfel, also ein Apfel. Ein Apple, ne? Apple Records, ne? Beatles, irgendjemand oder Apple, hier diese Computer-Smartphone-Marke. Ja, und das ist es letzten Endes jetzt hier auch. Den Rest haben wir schon in den Videos hier beschrieben. Ich wollte halt nur mal auf diesen Punkt hinaus, dass es hier um eine Opferung geht und ein Opferritual sozusagen geht, wo das ganze Dorf dann mitmacht. Und das ist eben genau das, was da halt geschrieben oder gerufen wird durch die Dorfbewohner schon in diesem ganzen Film, ne? So, und das ist jetzt die weibliche Hauptrolle hier, Britt Eklund. Britt Eklund, die ja mal ausgesagt hat, haben wir in der letzten Sendung schon gesagt, dass während dieses ganzen Abbrandes des Wicker Man wohl auch da mindestens ein Tier geopfert wurde. Ne? Damit sind wir eigentlich schon in einer genau derselben Geschichte. So, und The Wicker Man, da hat sie sich dubeln lassen, weil sie schwanger gewesen ist. Und sie ist bekannt als blonde Schönheit, die eben damals mit Rod Stewart verbandelt bzw. verheiratet war. Jetzt müssen wir mal... ich kann es nicht beweisen. Ich weiß, dass ich es irgendwo mal gelesen habe und ich hasse es, Gerüchte zu verbreiten. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass Rod Stewart gewisse Wurzeln zu den Kelten hat, die zumindest das schon mal irgendjemand vermutet hat, dass er auch in irgendeiner Art und Weise was mit Priestern des, aus dem Kelten zu tun hat. Was natürlich dann auch schon wieder eine interessante Zufälligkeit wäre, ne? Weil Rod Stewart meines Wissens nach auch auf dem Dreh da aufgetaucht ist. Und er zumindest mit seiner Frau damals da irgendetwas zu tun hatte. So, und genau diese Frau kommt genau in dem Film, wo es sich genau um Geheimagenten geht, in dem Zusammenhang mit Roger Moore zu Pass. Der Film heißt Der Mann mit dem goldenen Colt. Und der Mann mit dem goldenen Colt ist jetzt nicht der Herr Roger Moore, der da steht, sondern der Mann mit dem goldenen Colt ist ausgerechnet kein anderer als Francisco Scaramanga, der nichts anders dargestellt wird als von Christopher Lee. Das ist die Frau Eklund, die dann so eklige Lieder gemacht hat. Ich habe doofweise damals diese Single noch gekauft, weil ich die so lustig fand und irgendwie so eine Marke gekostet hat. Britt Eklund, Do It To Me Once More With Feeling. Also dann haben wir schon irgendwie mal so einen Geschmack da drauf, ein Geschmäckle, wo die unterwegs ist. Ne? Also das Ding heißt, mach's mir nochmal mit Gefühl. Also ich habe von der Webseite, ich kann es nicht beweisen, ich finde es aber jetzt als Überleitung zu dem Film mehr als passend. Interessanterweise hat jemand mal geschrieben Folgendes. Sie hat in erster Ehe den Herrn Peter Sellers geheiratet. Ne? Peter Sellers, bekannter Schauspieler. Großer Rote Panther. Ja, das auch. Aber auch der Mann, der die Dr. Seltsam, ne? Oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben, glaube ich, das war, glaube ich, auch dabei. Hat sie in einem Hotel kennengelernt, der ist dann halt sich schnell in sich verliebt und sie haben ganz schnell geheiratet und die Kombination von seinem Starruhm, also Sternenstaub sozusagen, Starruhm und ihre Schönheit hat dann eben zu ihrem Ruhm beigetragen und der Fakt, dass eben Sellers eine Herzattacke hatte im Bett während ihrer Hochzeitsnacht, hat dem auch nicht geschadet, okay? Jetzt gucken wir, was da kommt. Ich kann es nicht beweisen, aber das wäre echt sehr seltsam, was da kommt. Ausgerechnet in reformation.org kommt wieder die Jackie Kennedy, die angeblich der Pink Panther gewesen wäre, aber diesmal jetzt in einem ganz anderen Kontext. Ja, Pink Panther, deswegen, weil sie an dem Tag der Ermordung ja so ein rosarotes Kostüm da anhatte. Ne? Shakespeare hat wohl mal gesagt, also der Schauspieler Shakespeare hat gesagt, die ganze Welt ist eine Bühne und die Männer und Frauen sind einfach nur irgendwelche Spieler oder Püppchen. Bin ich nicht mit einverstanden.
Die ganze Welt ist eine Bühne und die Männer und die Frauen sind alles nur Zuschauer, ja. So würde ich Ja, das oder sagen. so. Oder so, ja. Aber die hängen alle nur an Fäden, sagen wir mal so. Ja, das Problem ist ja, die Zuschauer, die sind ja untätig da. Die schauen ja nur zu dem, was gemacht wird. Und nur diejenigen, die wie wir hinter die Kulissen schauen, sind diejenigen, die sich mal ein bisschen bewegen. Also Shakespeare war ja selber ein, ob es ihn wirklich gegeben hat, ist doch die ganz große Frage. Auf jeden Fall war er Jesuiten geschult Kann und ja ein wird alter wohl, Ego sein, ne? ja, da geht es drum, ja. Und diese Aussage von ihm, die ganze Welt ist eine Bühne und Männer und Frauen sind nur die Spieler. Ja, die ganze Welt, also die ganzen Männer und Frauen dieser Welt, spielen ja nicht auf der Bühne, aber die gucken sich genau eben dieses Schauspiel an. Das ist ja eben auch so ein bekannter Spruch von den Jesuiten, ne? Die ganze Welt ist ein Theater. Und dann ist es halt so, ein Theater braucht Zuschauer. Und die Zuschauer sind nicht Teil des Stücks, das vorgeführt wird, sondern denen wird etwas vorgeführt. Und das ist doch, wenn du drüber nachdenkst, genau das, wo wir in dieser Welt, in der wir heutzutage leben oder in der wir schon immer gelebt haben. Wir, wenn wir uns nicht über die Bibel, über die Wahrheit informieren, stehen da und gucken erstaunt zu, was sich da oben auf der Bühne abspielt. Von einigen Auserwählten, wie die, die wir zum Beispiel in der Gender-Agenda, Musik-Agenda, Medien-Agenda besprechen, oder die wir auch entgegenkommen, die wir zum Beispiel auch treffen in der Politik und so weiter und so weiter, von diesen Auserwählten, die dann das Schauspiel abspielen, von denjenigen, die hinter der Bühne stehen und die Drähte oder Fäden in der Hand halten. Aber die Weltbevölkerung ist das dumme Publikum, das da sitzt und sich verzaubern lässt, das genauso da sitzt und nach diesem Theater, das die Welt ist, sich anschaut, wie die Menschen, die in Platos Höhle gefangen sind. Ja, vielen Dank für den Einwurf, der absolut berechtigt ist. Wir müssen ja auch mal so sagen, dass Shakespeare und so, wenn man so will, ein Desinformationsagent ist. Und von daher hat er natürlich dann auch seine Botschaft zu verkündigen. Ne? Und wenn wir davon ausgehen, dass er ein alter Ego von jemandem ist, der genau diese Funktion ausführen sollte, ist er letzten Endes auch nicht mehr als jemand, der halt absichtlich irgendwelche Sachen streut, wo man nachher sagt, oh, das hat Shakespeare gesagt. Ja, das ist ganz besonders wichtig. Aber wichtiger, viel wichtiger ist halt letzten Endes jetzt hier, was hat Britt Eklund damit zu tun? Oder mit dem Wicker Man oder mit James Bond? Wie gesagt, die Überleitung zu Wicker Man, zu James Bond mache ich mit Britt Eklund und ich weiß auch genau, warum ich das mache. Und warum ich das mache, werde ich jetzt in der nächsten halben Stunde erklären und erläutern. Also, es gibt viele Theorien, die mich völlig überhaupt nicht interessieren. Interessant ist Folgendes, dass eben eine ganze Menge Menschen, unter anderem auch die Gruppe Queen, in ihrem Lied The Killer Queen, was ich hier nicht eingefügt habe, weil wir es ja schon längst besprochen haben, ja gesagt haben, dass Jackie Kennedy zumindest bis über die Ohren mit hin drin in diesem ganzen Komplott gegen den Herrn Kennedy war. Was hat das jetzt alles mit Britt Eklund zu tun? Ja, lest mal weiter. Man sagt, also diese Webseite sagt, dass der englische Geheimdienst auch darin verstrickt wäre. Da kann man jetzt natürlich unheimlich viel drüber streiten, vor allem, wenn man weiß, dass die Amerikaner ja auch einen Secret Service haben und Secret heißt eben geheim. Das heißt, wir kommen da in der Geschichte so und so nicht weiter. Aber interessanterweise haben wir jetzt ein paar Simularitäten. Das heißt, ein paar Sachen, die gleichzeitig hier dann halt passieren. Wir wissen, der Herr Kennedy ist ums Leben gekommen am 22. November 1963. Ich denke, da sind wir alle unisono. Da haben wir alle dieselbe Informationsstand und das ist da wohl auch richtig. Ne? Dieser Film aber hier, der heißt Shot in the Dark, der über Inspektor Clouseau geht, mit Peter Sellers, dem Mann von Britt Eklund. Der war veröffentlicht im Juni 1964. Es wurde gedreht in London und hat eben Peter Sellers da gezeigt, als Inspektor Jacques Clouseau, also als den Inspektor, der den rosaroten Panther jagt. Der rosarote Panther, der eigentlich ein Diamant ist. Wir wissen, der Diamant ist übrigens einer der Bezeichnungen, die in Hesekiel 28 stehen, die letzten Endes auch die Ausstattung von Lucifer, also dem Namen Satans vor seinem Fall, bezeichnet. Okay, geht weiter. Sophia Loren sollte die Hauptrolle übernehmen, aber der Produzent, ihr damaliger Ehemann Carlo Ponti, auch so eine Figur, der hat eben dann gesagt, nee, also die spielt das nicht und dann sollte dann Elke Rodler die Rolle spielen. Okay? Geht es jetzt hier um Film? Um Film, der heißt nur A Shot in the Dark, okay? Ist nur ein Film, ist genau ein Film wie Wicker Man ist auch nur ein Film, sind alles nur Filme, ist alles nur Unterhaltung, das ist aber nur die offizielle
Meinung davon. Geht mal weiter. Es gibt viele Leute, die das jetzt mit Kennedy in Verbindung setzen. Ich mache das nicht, aber ich zeige mal eine ganz andere Verbindung. Mach weiter bitte, einfach nur weiter. Das. Denn für den Anschlag in der George Bannerman Dealey Plaza gucke ich mir doch einfach nur mal an, ob das nicht einen ganz anderen Hintergrund hat, noch zusätzlich, bevor wir jetzt hier in die Geheimdienste reingehen. Es geht sich ja um Informationen, an die man nicht so leicht rankommt. Ne? So, die Information ist, es geschieht auf der Dealey Plaza. Dealey Plaza ist benannt nach dem 1946 verstorbenen amerikanischen texanischen Geschäftsmann aus Dallas. Und der war eben der Herausgeber von dem Dallas Morning News, also den Morgenneuigkeiten. Und deswegen ist eben diese Plaza, dieser Platz, eben da an ihn benannt worden. Und der ist natürlich weltberühmt geworden, also der Platz, nicht der Mann, nach dem Anschlag. Okay, gut. Was war mit dem Mann? Der muss eins gewesen sein, der muss wichtig gewesen sein. Das wäre hinter dem oder nach dem und für ihm eben nichts benannt worden. Auf der nächsten Seite stellen wir nämlich eben genau fest, dass er nämlich eins war. Er war nämlich hier, he helped establish the Southern Methodist University, also er hat eben die südliche Methodisten-Universität dann aufgerichtet und war eben ganz, ganz wichtig, um eben die Federal Reserve-Stelle nach Dallas zu bringen. Also der muss auf jeden Fall eine ganze Menge ganz gute Beziehungen nach oben gehabt haben. Und er hatte eben dann Verbindungen zur Sigma Delta Chi und zur Phi Beta Kappa. Das heißt, wir wissen, der muss Freimaurer gewesen sein. Okay, das ist auch nicht mehr als notwendig und wahrscheinlich, weil nämlich genau in der Dealey Plaza auch ein Freimaurerstele steht. Und da wir ja schon in dieser Sendung noch gelernt haben, dass eben dann auch den Götzinnen und Göttinnen keine Stelen aufgerichtet werden sollen, ist ja ganz klar, dass was er ist. Ne? Er ist eben kein gottesfürchtiger Mensch gewesen, also nicht an den allmächtigen Gott und schon gar nicht an Jesus Christus, sondern ein 33 Grad schottischer Right Mason, ein Freimaurer gewesen und ein Knight Templar, sagt die Seite hier, ein Kreuzritter und ein Schreiner und ein Mitglied des Roten Kreuzes von Konstantin und ein Presbyterier und Demokrat. Alles schließt sich nicht aus, weil alles hat mit Christsein und die Wahrheit zu sagen nichts zu tun. Und die New York Times hat zu ihm gesagt, er wäre der Dean, also so eine Anmerkung an James Dean, also so diese totale glorreiche, idolisierte Figur der amerikanischen Newspaper Publishers, also amerikanischen Zeitschriftenherausgeber gewesen. So viel mal eben ganz kurz zu den Zufällen, warum die Sache dann ausgerechnet da bei Dealey Plaza stattfindet. Also ein Freimaurer-Ritus, ein Freimaurer-Denkmal steht dann da und letzten Endes alles das, was ein normaler Mensch, der über eine normale Dokumentation über JFK sieht, ja niemals so irgendwo liest. So, und was hat das jetzt alles wiederum mit Britt Eklund zu tun? Lest mal weiter. Der anglophile Blake Edwards war der Regisseur von dem Film A Shot in the Dark, aber für das Drehbuch hatte er nämlich einen ganz, ganz üblen Jesuiten angeheuert, und zwar William Peter Blatty. Blatty ist meist bekannt für sein Buch The Exorcist, wo es über zwei Jesuiten geht, die nämlich genau dann da versuchen, den Teufel auszutreiben aus einem jungen Mädchen. Da sind wir ja oft genug drauf eingegangen, unter anderem bei Peter Gabriel. Der kommt ja immer hier irgendwie vor, ne? Also ich weiß auch nicht wieso. Komisch, ne? Also ausgerechnet dieses Skript von A Shot in the Dark, wo es um einen Diamanten geht, um einen rosaroten Panther geht und wo dann die Jackie Kennedy ein rosarotes Kostüm anhat. Und der Film wird also dann 1963, 64 gedreht und wird dann also genau von einem Drehbuch befeuert von einem Jesuiten. Fand ich immer schon mal interessant. Gut, die untere Zeile, die werde ich dann eben nicht kommentieren, weil ich das für Unfug halte. Aber jetzt kommen wir nämlich genau in die Geschichte rein mit Britt Eklund. Und viele haben gesagt, dass also diese Britt Eklund ihm zugespielt worden ist. Und es ist sehr seltsam, dass also der Peter Sellers, dem wurde wohl von einem Zukunftsdeuter gesagt, dass eine Person mit den Initialen BE einen großen Einfluss auf seinem Leben hatte. Und Blake Edwards hat eben genauso BE wie Britt Eklund. Interessant. Und diese Webseite sagt, behauptet, wie gesagt, das ist jetzt nur halt eine ganz, ganz, ganz lose Behauptung, dass Mrs. Eklund auch etwas mit dem British Secret Service zu tun hat. Und sie war eben lizenziert dafür, um eben dann Sellers dann in irgendeiner Art und Weise zu schaden oder zumindest auf ihn aufzupassen. Denn, wenn ich richtig im Kopf habe, hat der mehrfache Herzinfarkte gehabt, der Mann. Jetzt überlegen wir mal Folgendes. Egal, ob sie jetzt hier beim Secret Service gearbeitet hat oder nicht, aber welches bestes Cover gibt es denn für jemanden, der beim Secret Service ist? Ich würde mal sagen, jemand, der in einem Film mitspielt, der über Secret Service geht. Denn wir können uns hier zu Tode googeln, vielleicht auch so ein neues Wort, wir können uns zu Tode googeln, wir werden heute in dieser Informationsgesellschaft, wo letzten Endes alles monopolisch gesteuert ist, wo es also außer Google da nicht mehr viel anderes gibt, vor allem nicht viel anderes gibt, was nicht Google gehört,
dann auch die Wahrheit nicht finden, wenn wir nicht irgendwelche Bücher lesen. Also müssen wir mal weitergucken. Aber ist schon mal ein ganz tolles Cover, ne? After drinking, nachdem der Herr Sellers Brits Mickey Finn getrunken hat, dann hat er eben dann etwas gehabt, was sich eben wie eine Herzattacke da angefühlt hat. Er hat seinen Doktor angerufen, den Rex Kennemer, und der hat gesagt, Mensch, du musst da direkt einchecken in Idomite, Cedars of Lebanon. Also jetzt geht schon los, ne? Mit den Cedern vom Lebanon Hospital, um sich da untersuchen zu lassen oder beaufsichtigen zu lassen, ne? Und der Wundermensch Peter Sellers, der hat es dann eben geschafft, dann zu überleben am 7. Mai 1964. Wie gesagt, die Hauptfigur von The Shot in the Dark, ne? Von einem Jesuiten geschrieben, dieses. Geht weiter. Er hatte 9 Leben. Ja, ein Mickey Finn ist ein Drink, der eben mit einer psychoaktiven Droge oder mit Chlorhydrat uns weitergegeben wird, der eben einen dann ja, handlungsunfähig macht. Und das ist eben dann eine gewisse Betitelung Mickey Finn. Wie gesagt, kann ich alles nicht behandeln. Ist mir auch ein bisschen blöd, das jetzt zu behandeln. Aber wie gesagt, also auch die Dame Britt Eklund, die dann in einem Horror, sogenannten Horrorfilm The Wicker Man spielt und dann bei James Bond spielt, die sollte man sich vielleicht unter diesem Gesichtspunkt, wenn die dann auch so laszive Sachen macht und mit dem Rod Stewart verheiratet ist, vielleicht mal so ein bisschen mit Abstand angucken, ne? Und hier steht eben dran, dass er im Alter von 38 Jahren eben Herzattacken hatte. Und das hat eben dann wohl mit seiner Ehefrau zu tun. Ob die ihm jetzt einen Drink gegeben hat oder ob sie einfach für ihn zu viel gewesen ist. Wo sie dann vielleicht auch gesagt hat, do it to me once more with feeling, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, es gibt hier Webseiten, die behaupten, er wäre also mehrfach dann verstorben, weil er mehrfache Attacken gehabt hätte und das würde dann wahrscheinlich durch eine Substanz gereicht sein. Kann ich alles nicht beweisen, aber hier steht eben, in einer Spanne von 2 Stunden hat er eben 7 aneinanderhängende Herzattacken. Ja, und Britt Eklund hat in ihrer Biografie True Brit, ich habe leider dieses Buch zwar gesehen, aber ich konnte es eben nicht so beschaffen in der Kürze der Zeit, gesagt, ne, ich habe nicht geglaubt, dass Gott so grausam sein kann. Wir waren doch nur 46 Tage bis zu dem Zeitpunkt verheiratet. Ne? Interessant. Ne? Ich weiß ja nicht, wenn sie mit Gott glaubt oder mit Gott gemeint, ne? Gott hat ja kein Copyright, ne? Das kommt doch genau aus dem Buch. Dieses Drehbuch war eben geschrieben von William Peter Blatty. Peter Sellers hatte auch Inside Knowledge, also hatte auch Insiderkenntnisse, da er auch für den britischen Secret Service gearbeitet hatte und war eben auch mit der britischen königlichen Familie bekannt, sagt die Website. Ich bin noch nicht da reingegangen, weil irgendwann explodiert hier alles. Ja? Und deswegen, also wenn man sich alles da anguckt, was alles aus England kommt und gesteuert ist und überall in der Welt dann die Propaganda benutzt und dann halt danach später dafür dann geadelt wird, das trifft nämlich jetzt eben genau auf den Herrn Christopher Lee auch zu. Der ist ja auch geadelt. Ich meine, er kommt sowieso schon aus dem Adelshaus und dann schadet ja ein weiteres Sir auch nicht. Ne? Und jetzt kommen wir genau dazu. Ja. Hier seht ihr ein absolut weltbekanntes Bild von dem 1974er James Bond, der Mann mit der Lizenz zum Töten, ne? Der Mann, der Gott spielt, der die Lizenz hat, ihrer Majestät, also dem König oder der Königin von England. Das ist der Roger Moore auf der rechten Seite mit der kleinen Pistole. Der Mann auf der linken Seite ist Sir Christopher Lee, der Mann, der den goldenen Colt hat, der also überlegen ist. Der hat einen längeren Lauf, der hat eine schönere Farbe und der hat letzten Endes auch die größere Statur. Der Mann ist nicht umsonst über 1,95 m, 1,96 m. Okay? Was haben die beiden gemeinsam? Dieses Bild würde ich jetzt erstmal so interpretieren, dass ich sage, gut, die stehen Rücken an Rücken und es geht sich um ein Duell. Ne? Wie im Mittelalter, wenn dann das eine umdreht und dann macht es dann, je nachdem, wer am besten zielt oder wer am schnellsten schießt, auf jeden Fall am schnellsten schießt, ist erstmal auf jeden Fall besser. Dieses Bild ist der absolute Gag. Auf der ersten Ebene würde man sagen, ach, das kenne ich, das sind 2 Schauspieler, die spielen in so einem James-Bond-Film. Die zweite Ebene wäre nach dem Motto, oh, guck mal hier, 2, die jetzt zwar entgegengesetzte Rollen spielen, die sich aber jetzt gar nicht so unheimlich fremd wären, denn das sind beide Schauspieler und beide sind geadelt für ihre Dienste für das englische Königreich. Beide, Sir. Aber die andere Ebene, auf die ich hinaus will, wo überhaupt die Sendung hier handelt und warum ich überhaupt die Sendung mache mit dem Jörg zusammen, ist die, jetzt überlegt euch doch mal, ob die ganze Geschichte, dieses Foto nicht ein absolutes Lachen der Leute im Hintergrund auslöst, wenn die sagen, guck mal hier, wir zeigen dieses Bild und die Leute da draußen, die denken, das ist ein James-Bond-Film. Der Unterschied, wenn man sich wirklich dieses Bild anguckt, ist folgendermaßen. Der rechte, der Roger Moore,
Übrigens einer meiner Lieblingsschauspieler, wenn ich mal so sagen darf, aber der rechte Sir Roger Moore ist ein Schauspieler, der einen Geheimagenten spielt. Aber der linke Sir Christopher Lee ist ein Geheimagent, der einen Schauspieler spielt. Das ist der Unterschied. Das heißt, hier sind die absoluten Rollen vertauscht. Beide spielen und kriegen Geld dafür, dass sie ihr Publikum betrügen. Und das Publikum findet das toll, weil das schöne Frauen, schnelle Autos, tolle Männer, schöne Umgebungen, tolle Sache. Aber 90 Minuten Zeitverschwendung. Denn die Wahrheit ist letzten Endes, der Herr Sir Christopher Lee ist eine ganze Ecke älter als der Roger Moore. Und Roger Moore hat damals in seiner Jugend sich irgendwo in irgendwelchen Baracken dann versteckt während des Krieges. Und die sind dann auch weggefahren worden, die ganzen Schüler und so weiter. Und der Herr Sir Christopher Lee hat sich aber mit 17 Jahren freiwillig in den Krieg gemeldet, 1939, damals schon in Finnland. Und auch im Krieg im Geheimdienst ihrer Majestät gearbeitet. Das heißt, er ist eigentlich, wenn überhaupt einer von beiden, er James Bond. Der hat die Lizenz zum Töten. Er hat ja selber gesagt, wenn du die, if you have the license from the authorities, wenn du die Lizenz der Autoritäten hast, ja, er hatte die, zumindest im Krieg offiziell. Wer weiß, was der noch alles hatte. Er hat ja angeblich nur Auszeichnungen gesammelt. Ja, hat er aber jetzt eine Auszeichnung gesammelt oder so? Weiß man nicht. Er ist ein Schauspieler, er kann ja alles erklären und er kann ja auch alles sagen. Er wird auch keine Miene verziehen. Sei denn, man guckt mal ein bisschen genauer hin. Aber da kommen wir in der übernächsten Sendung zu, da mal genauer hinzugucken, wenn genau das Thema kommt mit Christopher Lee. Aber jetzt eben mal kurz hier zu der James-Bond-Geschichte, die wir jetzt hier schon mal einleiten für eine der nächsten Folgen. Also das hier ist ein absoluter Etikettenschwindel, ne? 1976 wurde Christopher Lee die Rolle des Dr. Sam Loomis in Halloween angeboten. Da sind wir direkt schon wieder. Wo? Na? Wir sind in einem keltischen Ritus. Wir sind schon wieder hier bei Opferung. Wir sind bei Samhain. Halloween existiert gar nicht. Das heißt nicht Halloween oder Hallo Österreich oder Hallo Zürich oder sowas oder Schweiz oder so. Nein, Halloween ist ein Begriff, der letzten Endes erst später auftaucht mit den ganzen Kürbissen und dem ganzen Unfug, ja, der eigentlich aus dem keltischen Ritus kommt, wo es ja letzten Endes dann auch wieder um ein Opfer geht. Genau dieselbe Geschichte wie in Wicker Man. Er hat diese abgelehnt und so bekam ihn Donald Pleasence die Rolle und er bezeichnete diese Entscheidung als seinen größten Fehler. Warum? Ja, weil er wahrscheinlich erst später gemerkt hat, Moment mal, klar, das hatte auch wieder mit dem heidnischen Glauben zu tun, Halloween. Hätte ich doch genauso gut wieder auch wieder Gas geben können. Hat er nicht gemacht. Und es geht sich eben hier um das gälische Festival oder keltische Festival eben Samhain, which may have had pagan roots. Das ist völliger Unfug. Das hat auf jeden Fall heidnischen Ursprungs, weil alles, was nicht christlich ist, ist heidnisch. Also hat es auf jeden Fall. Also May müsste eigentlich jetzt hier, also nicht Mai, sondern ne, diesmal ja May, also mit welches könnte. Dankeschön. Heidnische Riten, heidnische Ursprünge haben. Gehen wir weiter. Ich hätte jetzt hier auch 30 Seiten noch wegen Halloween, aber wollte ich jetzt nicht machen, weil da, glaube ich, haben wir schon mal drüber geschrieben. Ne? Da kommt noch die Snap-Apple-Night herein. Guck mal hier, Snap-Apple. Da haben wir schon wieder etwas mit Äpfeln zu tun. Da sind wir schon wieder beim Wicker Man. Und da sind wir schon wieder bei der Göttin des Obstgartens, die auch einen Apfel hält. Ne? Wir drehen uns also dauernd um dieselbe Geschichte. Wir drehen uns also dauernd hier um Fruchtbarkeit und Apfel. Und wir drehen uns dauernd hier um heidnische Kulte. Selbst bei einem Film wie Halloween. Na, Halloween ist jetzt nur die Verkleidung, damit die Leute nicht begreifen, dass es eigentlich ein alter Ritus ist, wo Leute geopfert werden. Und deswegen muss man mit Kürbissen und Süßigkeiten und dem ganzen Unfug. Man ist ja genau wie Weihnachten, ja, wo die Leute ja dann halt mit Geschenken irgendwie ruhig gestellt werden. Das Motto, hier, denk nicht nach, ne, benutze nicht deinen Geist, hier wirst du mit materiellen Scheiß zugeschmissen. Mhm, genau, alles grün. Ja. Wie gesagt, ich hatte ja jetzt meine Computerprobleme die Tage und deswegen ist dieses Skript jetzt auch nur das, was vom ersten übergeblieben ist. Das andere war wesentlich schöner. Ich bin ja dafür da, um dir zu helfen. Ja. Ich mache das christlich dann grün, weil das muss katholisch heißen natürlich. Ja. Für die, die es nicht begriffen haben, warum ich das gerade grün gemacht habe. Unchristlich, genau. Ja, unchristlich gibt es ja nicht. Es gibt ja auch, ich eben. Keine Unkosten. Ja. Gegenchristlich, ne? Antichristlich. Antichristlich, ja. Ne? Genau. Genau, ja. Ja, hier steht beispielsweise drin, bei diesem Bild jetzt hier, das habe ich extra gelassen, ich wollte es eigentlich schon total abkürzen, aber da konnte ich mich nicht unten drunter, dieses Bild mit der Erklärung unten drunter, da habe ich ja schon wieder gedacht, das kann nicht sein. Da steht drauf hier, on All Hallows Eve, also an dem Abend vor Halloween, ja, Christians in some part of the world visit cemeteries, also die
besuchen dann Friedhöfe, uns um zu beten und Blumen niederzulegen und Kerzen auf ihren Gräbern und so weiter und so fort. Und while the bottom photograph, während das untere Bild eben zeigt, lutheranische Christen, die eben beten und Kerzen anzünden vor einem zentralen Kruzifix eines Friedhofes, habe ich mir gedacht, alles grün. Lutheranische Christen, das können die ja so viel schreiben, wie sie wollen. Das ist auch kein Beweis dafür, dass das Lutheraner sind. Ja, es ist alles schön dunkel. Ich meine, da können die ja alle möglichen Pappfiguren hinstellen. Ne? Ja, eben, das meine ich ja. Ja, ja. Können ja schreiben, ja, was sie wollen. Deswegen ist mir das jetzt hier aufgefallen in dem Skript. Da habe ich auch gedacht, das kann ja alles nicht wahr sein. Also was da alles wieder benannt wird und alles. Also das ist ja alles Menschen nicht mehr normal. Also wie Menschen wirklich permanent an der Nase herumgeführt werden, ohne Protest. Ne? Wir lassen alles mit uns machen, wir lassen alles über uns ergehen. Ja? Wir sind letzten Endes jetzt hier nur, wir werden hier nur veräppelt. Und auch mit Äpfeln, ne? Werden wir hier veräppelt. Wir sind ja so tolerant. Genau, wir sind ja für alles. So, jetzt kannst du mal 20 Seiten vorspringen. Bis Seite 139. Ja, genau. Es gibt da nämlich eine interessante Nacht. Und diese Nacht heißt Devil's Night. Ja, müsste ein bisschen oben drüber sein. Warte, Devil's Arson, wo ist das? Eine sogenannte Teufelsnacht, die ist assoziiert mit dem Oktober 30., der Nacht vor Halloween. Ja, interessant. Ne? Also wir sehen, egal wie, das hat also alles in dieser Ecke da, 1. November, 31.10., 30.10. hat eben alles nichts Positives für sich irgendwo. Ne? Und Devil's Night hat eben da einen ganz eindeutigen Kontext. Darf man nicht verkennen. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser, weil es eben dann mit Vandalismus zu tun hat oder eben Toiletten, Toilet Papering Trees, also Toilettenpapier und so. Da, glaube ich, ist heute ein relativ bekanntes Thema auch. Ne? Gut, das nur ganz kurz zur Devil's Night, habe ich dann auch mal gefunden. Man kann ja nicht alles wissen, man kann ja nicht überall reingehen. Aber auf jeden Fall, schaut euch mal an, das hat alles eben mit heidnischen Festen und heidnischen Daten auch zu tun. Ne? Das ist mal ganz, ganz wichtig, dass man sich immer an den Kalender hält. Ne? Ein Jahr vorher hatte Herr Roger Moore einen Film gemacht, der heißt Leben und Sterben lassen. Direkt mit einem Messer, was dann so ein bisschen aussieht wie dieses Fairbairn-Sykes-Messer da von dem Herrn Christopher Lee. Na? Und dann gucken wir noch mal ganz kurz noch da rein, ein paar Minuten. Den Text dafür hat Paul McCartney gemacht, Paul McCartney und die Wings, ne? Und Live and Let Die ist letzten Endes natürlich dann auch eine Anmaßung. Ne? Also derjenige, der entscheidet, ob er dann leben oder sterben lässt. Ne? Ob er jemanden leben lässt und sterben lässt, müsste es ja eigentlich heißen. Also von daher, James Bond gleich in Gott. Das ist der Mann, der das geschrieben hat. Das ist der Herr Paul McCartney. Der hat da nicht umsonst eine Rose im Mund. Und der hat nicht umsonst das Ding da Red Rose Speedway genannt. Aber für mich ist es eher so der Red Rose Highway to Hell, was er da macht. Denn die Rose hat er da ja natürlich aus einem gewissen Grund, was der 99,9% seiner Plattenkäufer nicht wissen können. Und zwar die Rose der Verschwiegenheit. Ne? Und damit natürlich auch ein Symbol für Lucifer. Ne? Wenn das jetzt nicht glaubt, Depeche Mode und so weiter und so fort. Wie doch die ganzen Sachen plötzlich rauskommen. Auf dem Label von Apple, von Paul McCartney. Und der Paul McCartney veräppelt uns jetzt weiter, weil dann auf seinem Plattencover von den Wings, also Wings hat er ja gemacht wegen Aleister Crowley, von Paul McCartneys Band On The Run, also die Paul McCartney Band, da ist eben der Herr Christopher Lee auch prominent drauf, quasi als Ausbrecher, ne, in diesem Spotlight von einem wahrscheinlich Super Trooper Scheinwerfer von ABBA. Ne? Genau, da ist nämlich der Herr Christopher Lee da zu sehen. Ne? Ja, also haben sich doch Christopher Lee und Paul McCartney doch schon früher gekannt. Hm? Die alle kennen sich. Das sind natürlich alle auch adelig, ne? Ja, und es gibt natürlich auch noch mehr Gründe, warum jetzt gerade der Herr Christopher Lee jetzt so bekannt und berühmt ist. Natürlich nicht nur wegen Dracula, wo es sich natürlich auch wieder um den Drachenorden geht, Draculea. Sondern um ganz andere Geschichten. Und diese Geschichte geht nämlich jetzt genau da los, dass wir jetzt noch, ich würde sagen, 5 bis 10 Minuten Einleitung machen in James Bond, um euch so ein bisschen Appetit zu machen auf die Sachen, die da kommen. Das ist James Bond. James Bond ist ein fiktionaler Charakter. Da geht es sich um einen Menschen, der nie alt wird. So eine Art Dorian Gray. Ja? Und der ist geschrieben von Ian Fleming. Und das ist eben dann so ein Comicstrip und die erste Mal, dass er herausgekommen ist, ist 1953, also
nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg, 8 Jahre dahinter. Und Ian Fleming hat gesagt, der Herr James Bond kommt aus der Royal Naval Reserve, also aus dem Geheimdienst, ne? Intelligence Agent. Das ist das, was der sagt. Und er hat letzten Endes hier eine ganze Riesensache jetzt hier, die jetzt gleich kommt mit den ganzen James-Bond-Sachen. Das werden ein paar Sendungen werden, also ich denke mal Minimum 2. Wir wollten jetzt nur in den fiktionalen Charakter James Bond reingehen, damit man vielleicht da mal sieht, warum. Denn der Herr Christopher Lee da auch so drauf bepicht war, gerade in den Filmen da mitzuspielen. Ne? Geht sich ja hier letzten Endes um eine Propaganda, auch natürlich für einen Geheimdienst, der natürlich nicht christlich sein kann. Das wäre ja nicht geheim. Mach mal weiter, bitte. Genau. Denn interessanterweise, und das ist jetzt der Punkt, selbst der fiktionale Charakter hat einen Titel. Und zwar The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George. Ist ein britischer Orden der Chivalry, also der Berittenen, gegründet 1818 beim damaligen König und Prinzenregenten King George, König George IV. Und der ist angeblich wegen 2 militärischer Heiliger, wie kann das sein, ne? Bibel steht drin, 6. Gebot, du sollst nicht töten, dem heiligen Michael und dem heiligen Georg. Ja, und das ist genau da. Das ist genau das. Das heißt, selbst dieser fiktionale Charakter ist schon Teil der Nobility, des Adels, des englischen Königreiches. Also selbst der ist natürlich Insider. Wenn man jetzt da mehr wissen will, müsste man jetzt den Link rauskopieren vom Order of St. Michael and St. George. Aber ich glaube, wir ersparen uns das, weil dann wird man aus dem Staunen irgendwie nicht mehr rauskommen, was es da alles an Orden gibt. Und dieser Mensch, Ian Fleming, hat natürlich dann auch das Buch geschrieben zu dem Film, wo Christopher Lee mitgespielt hat, also der Mann mit der goldenen Pistole, 1965. Der Film ist dann rausgekommen, 1974. Das hat er nicht mehr miterlebt. Der ist nämlich dann in den 60er Jahren gestorben. Und warum ich den jetzt hier benutze und bewende, ist, was wir hier eine ganze Menge interessanten Sachen haben, die wir jetzt dann auch komplett in die ganze Weltgeschichte reingehen. Angeblich ist James Bond benannt nach dem Ornithologen desselben Namens. Das ist der Herr James Bond. Das ist die offizielle Aussage. Der Name klingt irgendwie so schmissig. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch neue Berichte, die sagen, dass er eben diesen Namen von einem walisischen Agent hätte, einem James.C. Bond. Und da gibt es noch viel mehr. Und er hatte auch einen komischen Angewohnheit, nämlich 60 Zigaretten am Tag zu rauchen. Genauso viel wie der Manager von ABBA, der Stig Anderson. Habe ich gerade noch so im Kopf. Das Konzept von Bond besteht darin, der zentrale Charakter ist eben ein Intelligence Officer, also das, was Christopher Lee gewesen ist, also ein Geheimagent im Geheimdienst, logischerweise. Er hatte die Codenummer 007, so, und wie Fleming wurde eben porträtiert als ein Commander in den Royal Naval Volunteer Reserve. Also er ist also quasi da dem entsprungen, dem Ian Fleming während des Zweiten Weltkrieges gedient hat. Also gar nicht so weit weg. Also so ein bisschen Autobiografie damit beigemixt und dann halt ein bisschen Poesie, ein bisschen Dichtung dazu. Okay? Die letzten 2 Bücher, The Man with the Golden Gun und Octopussy und Living Daylights, wurden eben dann nach seinem Tod veröffentlicht. So. Er basiert nämlich jetzt eben auf seiner Zeit von Ian Fleming in der Naval Intelligence Division während des Zweiten Weltkrieges. Ganz wichtig, während des Zweiten Weltkrieges war der Herr Fleming in der Naval Intelligence Division. Das heißt, wir reden jetzt hier von einem Buch eines ehemaligen Geheimagenten über Geheimagenten, der auch noch Geheimagenten besetzt in dem Skript. Zumindest in dem Menschen, dem Mann mit der goldenen Pistole 1974, nämlich dem Herrn Christopher Lee, wenn auch auf der Seite des Gegenspielers. Aber man kann ja auch die Leute bewusst an der Nase herumführen, oder? Angeblich hat er sich angelehnt an dem Äußeren und an dem Habitus von eben dem Sir Fitzroy McLean, der immer in diesen ganzen teuren Rolls-Royce und so weiter unterwegs ist. Und es gibt jetzt hier zig verschiedene Sachen, wo Leute sagen, nein, nein, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Und wie gesagt, offiziell gilt immer noch der Ornithologe, der jetzt hier benannt ist. Hat Ian Fleming gesagt am 21.04.1962. Und er hat gesagt, Mensch, also James Bond ist so der beknackteste Name, den ich jemals gehört habe, aber den fand ich dann wieder irgendwie so gut und deswegen nehme ich den dann da. Warum ich den jetzt so gut finde, hat einen ganz anderen Hintergrund. Ja.
Die hatten sogar ein eigenes Logo, ein eigenes Wappen. Ne? Also daran sieht man schon, dass das also Adel gewesen sein muss. Jetzt gibt Aha. Ja, in den 80er Jahren hatten wir einen politisch korrekteren Bond, der hat dann nur noch Saab gefahren. Ja, da kann man mal sehen, dass das alles mit der Zeit geht. Mittlerweile ist ja auch die Geheimdienstchefin auch eine Frau. Interessant, ne? Also was früher dann so hier M gewesen ist, also was irgendwie schon für männlich steht oder für Macht oder für was weiß ich, ja, oder für Maid oder irgendwie, ist jetzt heutzutage auch eine Frau oder war zumindest eine Frau. Ich habe lange keinen James Bond mehr gesehen, weil mich das alles nicht mehr interessiert. Gott ist ja inzwischen auch eine Frau, ne? Du hast ja heute einen Artikel durchgeschickt. Ja, genau. Ja, ja. Die Rolle von Maria wird neu verhandelt. Ich hatte dazu kommentiert, wir erzählen ja keine neue Geschichte oder wir erzählen keine andere Geschichte. Wir erzählen die Geschichte nur anders. Den Link von diesem Artikel sollten wir in diese Beschreibung des Videos hier mit reinnehmen, dass die Leute mal gucken können, wie man die wie Welt sich die Sachen ändern verdreht. Im Laufe. Das ist unglaublich. Genau. Also mir ist sowas von schlecht geworden bei dem Artikel. Ich habe ihn noch nicht durchgelesen, deswegen. Ja, ich fand den halt einfach nur interessant, dass der Artikel genau Weihnachten auch noch auftaucht. Ne? Ja, ja, also, natürlich. Das ist ja alles kein Zufall. Weihnachten, ne? Genau. Ne? Immer schön die öffentliche Meinung dann wieder weiter. Ja, weil du jetzt gerade sagst, hier der Boss von James Bond ist ja auch eine Frau. Ja. Sie machen sogar eine Frau zu Gott. Der Gegenspieler von James Bond ist eigentlich unter dem Namen Spectre bekannt. Was heißt Spectre? Spectre ist einfach so die englische Aussprache von Spectre und das heißt ein angsteinflößender Geist. Interessant, oder? Aus dem lateinischen Appearance, also eine Erscheinung, eine Vision. Aha, interessant. So, und Ian Flemings James Bond, das ist der Autor, also derjenige, der auch selber Geheimdienst Mitarbeiter war, Geheimagent war, der hat auch einen interessanten Lebenslauf. Der hat nämlich mal eine Baptistenkapelle gekauft. Das ist die. Fand ich interessant. Wer kauft denn sowas? Vor allen Dingen, warum? Und der war selber Spion, sagt man. Der hat nämlich 1939 in den Marine-Nachrichtendienst eingestiegen und arbeitete sich zum Leutnant hoch und zum persönlichen Assistenten des Direktors John Godfrey. Dann wurde er 1941 Verbindungsoffizier zum US-Marine-Geheimdienst eingesetzt. Also, wir haben hier schon eine Verbindung von England Richtung USA. Ist ja auch logisch. Die USA haben ja im Zweiten Weltkrieg erstmal Proviant rüber geschickt und auch teilweise Militär rüber geschickt. Nicht nur nach England, sondern auch nach Russland. Und dann natürlich auch umgekehrt. Das heißt, die Engländer haben natürlich dann noch mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Die brauchten ja deren Hilfe, weil die sind ja attackiert worden im Zweiten Weltkrieg. Und dann hat genau dieser Ian Fleming, der eben nicht nur Autor war, sondern auch Geheimagent im Weltkrieg, der hat ab 1943 kommandierte er eine speziell ausgebildete Einheit der Royal Marines, das Nummer 30 Kommando, und er führte komplette gefährliche Kommandos durch. Er war aber wohl nicht dabei. Und deswegen hat er mit Gibraltar und Südspanien und so weiter zu tun gehabt. Diese Aufnahme hatte den Codenamen Operation GoldenEye. Was sehe ich denn da? Pierce Brosnan, jemand? Aus den 90ern, GoldenEye. Also, das, was uns als Film verkauft wird, war tatsächlich mal ein Codename im Zweiten Weltkrieg. Wie weit war das jetzt noch von Fiktion und Wirklichkeit? Ich meine, diese Filme werden letzten Endes ja dann so bekannt und beliebt sein, dass jemand, dem wir sagen, ey, GoldenEye, kennst du? Dann sagt der andere, ja klar, ist ein James-Bond-Film, aber wer weiß denn, dass GoldenEye auch ein Codename gewesen ist im Zweiten Weltkrieg? Hm? Vielleicht ein paar Eingefleischte, aber sonst die Masse doch nicht. Der Ian Fleming war dann auf einer Mission nach Moskau unterwegs. Also hier haben wir die Verbindung vom englischen Geheimdienst Richtung Russland. Ist ja auch ganz klar, die haben ja quasi, wenn man so wollen, im Zweiten Weltkrieg auf der Seite, selben Seite gearbeitet. Er fühlte sich von den Möglichkeiten der Kriegsspionage inspiriert und schickte William Donovan Notizen, in denen er erläuterte, wie man den OSS, den Office of Strategic Services, aufbauen könnte. Damit reden wir jetzt über den Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten, also US. Der Herr William Donovan war davon so angetan, dass er den Herrn Ian Fleming einen 38er Special Code Official Police mit der Aufschrift für spezielle Dienste, for Special Services, überreichte. Rechts sehen wir das Emblem vom CIA, der Zentralen Intelligenzagentur, also Intelligenz, heißt eigentlich immer Wissen oder andersrum gesagt Geheimwissen, weil es soll ja keiner wissen, das Wissen. Und geheim heißt nun mal halt geheim. Wenn ich Geheimagent bin, habe aber gewisses Wissen, dann habe ich halt mehr Wissen. Und wir wissen auf unserer
Welt und aufgrund unserer Lebenserfahrung, dass Wissen Macht ist. Also wann habe ich die größte Macht? Wenn ich Wissen habe, was andere Menschen nicht zur Verfügung steht. Dann weiß ich mehr. Und wenn das ZDF sagt, mit dem zweiten sieht man besser, dann würde ich mal sagen, wenn du 1000 Augen hast, indem du einen Geheimdienst hast mit 500 Mitarbeitern, oder wenn du Millionen Augen hast, wenn du alle Geheimdienste dieser Welt kontrollierst und überall Kameras positioniert hast, dann weißt du am meisten. Und somit weißt du mehr als alle anderen auf der Welt. Und somit weißt du auch viel mehr, was in Zukunft passieren wird und wie du dich aufzustellen hast. Und das ist nämlich genau die Geschichte mit der Gründung der Geheimdienste OSS und später daraus erfolgt dann CIA, mithilfe unter anderem auch der Deutschen. Ach, guck an, ich dachte, die wären Feinde gewesen. Und wie das alles dann zusammenhängt, haben wir dann auch in der nächsten Sendung dann zu klären, wo es dann wieder darum geht, um die satanische Medienagenda zusammen mit Christopher Lee, unserem Geheimagenten, der jetzt bald auf die Fährte von Ian Fleming gesetzt wird und der nächsten Endes nicht nur einen Geheimagenten gespielt hat, sondern der selber einer war. Und wenn man jetzt wissen, dass der Herr Ian Fleming auch ein Geheimagent gewesen ist und der sogar in Kontakt gestanden hat mit William Donovan, der den OSS und dann den CIA aufgerichtet hat. Und wenn wir dann jetzt auch noch wissen, dass ausgerechnet die beiden, was jetzt hier noch gar nicht zur Sprache kam in der Sendung, Ian Fleming, der Autor von James Bond, und Christopher Lee, der richtige Geheimagent, die beiden auch noch verwandt gewesen sind, dann, glaube ich, haben wir dann genug Nicht-Zufälle in dieser Sendung behandelt. Und dann sehen wir doch, dass alle im Geheimen, das sind nämlich Geheimdienste, an einem Strang ziehen oder ein Lied spielen. Und das ist eben das Lied, das immer am Abschluss kommt, nachdem der Jörg gleich sein Plädoyer noch hier vorträgt, dann eben in Jesaja 29,50 steht. Ne? Wehe denjenigen, die sich verstecken und sagen, wer sieht uns? Und ne, die nach dem Motto, wir werden eh nicht bestraft, wir arbeiten hier im Verborgenen. Es geht sich ja hier um Geheimdienste, die also nichts im Offenen machen dürfen und sollen und tun. Und damit ist es natürlich alles dementsprechend negativ. Das heißt, die Sachen, die die machen, da sind die letzten Endes dann wie Gott. Ne? 007 hat die Lizenz zum Töten oder halt leben und sterben lassen. Also nicht leben und leben lassen, egal welche Meinung jemand hat, sondern leben und sterben lassen. Das heißt, der Geheimagent selber beschließt, okay, du darfst weiterleben oder du musst sterben. Also der Mensch gibt sich dann aus als Gott, nicht als Halbgott, sondern als wirklicher Gott mit der Knarre in der Hand. Und die Knarre in der Hand oder The Man with the Golden Gun beispielsweise, da gibt es ein interessantes Lied von Johnny Cash. Das heißt, die Pistole ist die rechte Hand des Teufels, so ungefähr. Also derjenige, der den Abzug betätigt, ne, der ist der Mörder und nicht die Pistole selbst. Also genau dieselbe Geschichte wie jetzt auch mit dem Wicker Man oder mit ähnlichen Mord- oder Folterinstrumenten. Es ist immer der Mensch, der dahinter steht und der Mensch wird vor allem Geist beseelt, der eben solche Taten machen kann. Und wenn dann jemand schon in den entsprechenden Geist ist, dann ist es nur noch ein relativ kurzer Weg bis zu der Tat. Wenn jemand sagt, ja gut, ich habe ja eh jemand, der mir hier die Autorität verleiht, mein Geist ist in puncto Satan geeicht und dann kommt auch noch im Krieg, in einer Ausnahmesituation, kommt doch jetzt auch noch den Segen der Autoritäten dazu, wie der Christopher Lee das eben dann schon mal gesagt hat, you have in the war, you have the blessings of the authorities. Ja, im Krieg hast du dann eben den Segen der Autoritäten und dann kannst du eben dann metzeln und morden. Ne? Besser der andere als ich. Das ist alles völlig unchristlich und es ist auch letzten Endes dann so, dass aufgrund dessen, dass die Mehrzahl der Menschen auf dieser Welt eben so in diesem satanischen Geist sind, wir eben genau die Zustände haben, die wir haben mit allen Lügen, Mord und Totschlag in der Welt. Und